Innovation: Salzburg ist jetzt auf Unterwasservermessung im Kraftwerksbereich. Kindheitstraum Kapitänin: Wir begleiten Karin Huber zur Wolfgangsee Schifffahrt und in Sachen E-Mobilität geht es diesmal in den Flachgau. Das sind die Themen und somit willkommen beim Salzburger G-Magazin. Die Salzburg ist jetzt beim Betrieb ihrer Kraftwerke immer mehr auf die Digitalisierung. Mit Hilfe von Unterwasservermessungen wird derzeit eine 3D-Karte der Salzach im Bereich der Sohlstufe Lehn erstellt. Ziel ist es unter anderem, Ablagerungen auf dem Grund sichtbar zu machen, und dabei arbeitet die Salzburg mit dem Salzburger Startup-Unternehmen Ocean Maps zusammen. Wie schaut es zum Beispiel bei einem Salzburger G-Kraftwerk unter Wasser aus? Eine Frage, die einerseits spannend ist und andererseits auch von höchster Bedeutung. Um dieser Frage nachzugehen, arbeiten die Verantwortlichen der Salzburger G derzeit eng mit dem Salzburger Startup Ocean Maps zusammen. Im laufenden Betrieb der Kraftwerke wurde hier mit Hilfe von Drohnen und Sonargeräten die Unterwasserwelt aufgenommen, um sich ein Bild über die Lage zu machen. Das kann man sich so vorstellen, dass früher teilweise manuell Messdaten erfasst wurden und auch, sage ich, fast händisch ausgewertet wurden. Wir versuchen hier Wege zu gehen, dass die Daten automatisiert erfasst werden, maschinell ausgewertet werden und die Techniker sich nur noch darauf konzentrieren brauchen, diese Auswertungen zu analysieren, zu plausibilisieren und weniger Handarbeit, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, in die Arbeit hier mit einfließt. Die Drohne misst die Oberfläche bis zum Wasserspiegel, die Unterwasserwelt wird dann von Sonargeräten gemessen. Das Ergebnis ist ein 3D-Modell, das Aufschluss auf die Situation unter Wasser gibt. Durch die Visualisierung hat man quasi einen Gesamtüberblick und eine Vermessung von der Gesamtkraftwerksanlage. Man kann es für Schulungen benutzen, man kann es für Einweisungen benutzen. Und man kann in weiterer Zukunft dann auch Datenmodule einbauen in die Applikation. Da das alles digital ist, kann man dann beispielsweise Pläne, Hotspots, irgendwelche interaktiven Elemente in der Kraftwerksanlage hinzufügen und diese dann für weitere Anwendungsfälle nutzen. Wir hätten zum Beispiel einen Anwendungsfall, den hatten wir bereits und konnten wir testen. In einem Kraftwerk im Bereich des Einlaufrechens wurden Aufnahmen dreidimensional per Sonar durchgeführt, die Anlandungen vor dem Einlaufrechen festgestellt und dann mittels GPS gesteuerten Bagger ohne Einsatz von Tauchern, wie es normalerweise üblich wäre, wurden diese Anlandungen beseitigt, unmittelbar parallel wieder per Sonar mitgemessen. Und so konnten diese Arbeiten, ohne dass wir sehen konnten, wo wir genau arbeiten, visuell sehen konnten, durchgeführt werden und konnten sehr, sehr teure Arbeitstaucheinsätze damit sparen. Ja. Die Zusammenarbeit mit Ocean Maps hat sich aus dem Innovationsprogramm der Salzburger G ergeben. Bei diesem Programm präsentieren nationale und vor allem auch internationale Startups ihre Geschäftsmodelle. Ocean Maps hat sich letztes Jahr bei der Startup-Messe den Mitarbeitern vorgestellt, der Salzburger G. Und wir haben direkt das Potenzial erkannt und haben im Fachbereich bei der Erzeugung mit Ocean Maps gemeinsam ein Pilotprojekt aufgesetzt. Und da wurde das Kraftwerk Urstein und Wiestal einmal sich vorgenommen. Und die haben in diesem Pilotprojekt diese beiden Kraftwerke digitalisiert. Somit wird nun von Seiten der Salzburger G eine weitere Zusammenarbeit mit Ocean Maps für andere Kraftwerke geprüft und angestrebt. Einmal selbst die Traumschiffstimmung auf der Kommandobrücke eines Passagierschiffes erleben, ein Kindheitstraum von vielleicht vielen Menschen. Einer Salzburgerin haben wir jetzt diesen Traum erfüllt. Das ist das Schaufelrad-Motorschiff Kaiser Franz Josef I., das mehrmals täglich über den Wolfgangsee fährt. Mit an Bord sind bei dieser Fahrt Frau Karin Huber mit Tochter und Freundinnen. Karin hat diesen Tag am Wolfgangsee bei einem Quiz bei Radio Salzburg gewonnen. Gesponsert wird dieser Preis von der Salzburg AG. In einer Tageszeitung hat Karin davon gelesen und sich angemeldet. Durch eine gute Kombinationsgabe kann Karin die alles entscheidende Frage richtig beantworten. Das war die Frage, was war früher da? Das Schiff oder also der Kaiser Franz Josef Dampfer oder das Hotel, das Weiße Rösl, und dass er ums Quiz ums Schiff gegangen ist, habe ich mir gedacht, nein, es wird was Schiffs gewesen sein. Also habe ich schnell das Schiff gesagt. Und das war es dann. Aber die Mama hat es dann Gott sei Dank geschafft und ja, hat gegen beide Männer gewonnen.
Los geht's der Tag am Wolfgangsee bei der Anlegestelle Schafbergbahn. Dann fahren wir nach St. Wolfgang Markt, da steigen dann noch Fahrgäste zu. Und da fahren wir dann wieder weg Richtung St. Gilgen. Ich fahre dann sowieso in der Nähe da vom Gampsee rauf, da Lueck, und dann lege ich in St. Gilgen an. Da ist dann wieder ein Fahrgastwechsel und dann fahren wir um 10.30 Uhr in St. Gilgen wieder weg und dann fahren wir auf der linken Seite da Richtung Falkenstein-Wand, Ferienhort Ried-Falkenstein, dann wieder durch die engste Stelle vom See fahren wir wieder zurück zu der Anlegestelle Schafbergbahn, wo die Fahrt ihren Ausgangspunkt hat. Eine schöne und beeindruckende Fahrt über den See. Und Karin hat auch einige Begleiterinnen mit. Also ich habe meine Tochter die Lena mit, ihre Freundin die Miriam und unsere Leihoma die Inge. Ich habe mich auch voll gefreut, wie sie mich gefragt haben, ob ich mitfahren will. Und ja, das gefällt mir halt voll. Auf Karin wartet noch was ganz Besonderes. Sie darf ans Steuer. Es ist natürlich was Besonderes, wenn man so das Steuerrad in Hand hält. Immer so ein altes Steuerrad mit Holz, das hat schon Geschichte. Und man stellt sich das einfacher vor, wie es ist. So einfach so geradeaus, aber das ist nicht einfach. Also das braucht Routine, Ruhe und ja, da braucht man das Gefühl dafür. Es war ein schöner und entspannter Tag am Wolfgangsee. Schaut nach ziemlich viel Spaß am Wolfgangsee aus. In drei Schritten Teil der Energiewende zu werden, ist mit der Salzburger Sonnendachaktion möglich. Dabei kümmern wir uns um alles inklusive Förderung. Und diesmal stellen wir uns die Frage, wie man den PV-Strom am besten speichern kann. Das Speichern von Strom ist generell eine schwierige Sache. Am wirtschaftlichsten ist es, im Haus den Strom sofort zu verbrauchen. Hat man nun ein Haus mit PV ohne jegliche Speichermöglichkeit, kann man in etwa 30% der erzeugten Energie nutzen. Verwendet man einen Wärmespeicher, also Wärmepumpe oder Warmwasserbereitung, 60-90. Ein Batteriespeicher auch in etwa in der Größe. Und hat man einen Batteriespeicher plus eine Wärmespeicherung, dann ist es möglich, bis zu 100% des Sonnenstroms auch wirklich im Haus zu nutzen. Besonders jetzt im Sommer sollten Sie an den Herbst und Winter denken, denn wenn es im Winter dann wieder durch das Fenster zieht, dann ist es oft schon zu spät. Wir zeigen Ihnen, wie schnell der Tausch der Fensterdichtung geht. Dies wird übrigens auch durch den Klimabonus der Salzburger gefördert. So, jetzt machen wir mal den Fenstercheck, ob da, werden wir sehen, ob da jetzt das Problem bei der Dichtung ist. So, oder jetzt machen wir mal den Abdruck zwischen Fensterstock und Fensterflügel. Das funktioniert am besten mit einer Knetmasse. Nach dem Schließen und Öffnen sieht man durch den Abdruck des Fensters, ob es noch dicht ist oder ob die Dichtung getauscht werden muss. Okay, jetzt haben wir einen Abdruck. Dann nehmen wir die alte Dichtung her. Die ist schon massiv ausgehärtet, weil einfach nach 25 Jahren, da sind Weichmauer drin und die gehen raus. Das ist gleich, wie man einen Autoreifen nach 5 Jahren in die Garage einstellt. Und dann ist der Reifen nachhart und kann man auch mit denen mal fahren. Und das im Endeffekt ist das gleiche mit der Dichtung. Das heißt, wenn das Fenster jetzt zugeht, kommt der Flügel nicht mehr in der Dichtung an und der bleibt im Endeffekt davor stehen. Danach wird eine neue Dichtung ausgesucht. So, okay. Ja, dann nehmen wir die Dichtung. Die passt sich einfach perfekt an. Aha, okay. Schauen Sie her jetzt. Jetzt können wir den Flügel mit dem Stock wieder dicht machen. Das heißt, der Raum zwischen Stock und Flügel passt sich genau unsere Dichtung an und dann ist das Fenster wieder dicht. Gell? Nach dem Fenstercheck gibt es dann noch den Funktionscheck. So, und jetzt starten wir wieder mit dem Funktionstest, um den Fehler zu finden, um ihn dann zu beheben. Die Tür ist zum Beispiel verstellt in der Höhe. Beim Funktionscheck wird das Fenster abgesehen von den Dichtungen nochmals neu eingestellt, sodass alles wieder reibungslos und leicht funktioniert. Der gesamte Dichtungstausch funktioniert übrigens ohne Verschmutzung und wird auch von der Salzburg durch den Klimabonus gefördert. Höhenverstellung behoben, das Fenster lässt sich wieder kippen und schließen. Jetzt wird die Mechanik geölt. Die Mechanik des Fensters wird noch einmal ausreichend geölt und im Anschluss die alte Fensterdichtung entfernt. Auch das dauert nur einige Sekunden. So, und jetzt wird die Dichtung entfernt. Und jetzt tun wir unsere eigens entwickelte Silikon-Kautschuk-Dichtung in die bestehende Nut und arbeiten das schön von oben nach unten hinein. Und die ganze Montage bei einem Fenster nimmt ca. 20 bis 25 Minuten in Anspruch.
Zum Abschluss wird nochmal der Funktionstest gemacht, um die Leichtgängigkeit des Fensters zu überprüfen. Und so wie man hört, im Gegensatz zu früher ist jetzt wieder ein Puffer eingebaut und die Türe dichtet somit wieder. Sollten Sie noch Fragen zum Klimabonus haben, dann finden Sie alle Infos auf unserer Website. Wir machen jetzt einen Blick zur Elektromobilität. Wie diese schon bei einigen Salzburger Firmen auch beim Schwertransport angekommen ist, haben wir Ihnen ja im Salzburger Magazin schon gezeigt. Jetzt geht es zur nächsten Firma, diesmal in den Flachgau. Last but not least geht es nach Schlehdorf. Dort setzt die Tischlerei Schwab auf E-Mobilität und lädt die Autos mit überschüssigem Strom, der selbst produziert wird. Ich bin eigentlich schon seit langem begeisterter Elektroautofahrer. Als das begonnen hat, haben meine Familie oder gerade meine Töchter damals eher so das lächerlich gesagt: Ja, Papa, fährst du mit dem Elektroauto, dann können wir mit dem Mercedes fahren. Das hat sich aber generell ins Gegenteil gewandelt. Mittlerweile wird der Strom auch selbst produziert. Und das hat dann funktioniert und es hat sich auch dann von der Preisentwicklung von diesen Anlagen relativ rasant was geändert. Und wir haben dann nur zusätzlich insgesamt drei PV-Anlagen gebaut und haben damit noch geschafft, dass wir zumindest die Menge an Strom, was wir übers Jahr verbrauchen, auch selber produzieren. Um dies managen zu können, gibt es einen Speicher mit Steuerung. Diese intelligente Steuerung übernimmt unter anderem das Laden der Autos, wenn man einen Stromüberschuss in der Firma hat oder der Speicher voll ist. Somit kann man das Zusammenspiel aller Komponenten so effizient wie möglich für den eigenen produzierten Strom nutzen. Ja, das ist dann dieser Speicher, von dem wir gesprochen haben. Der besteht eben aus diesen drei Elementen. Und hier oben ist die Steuerung drinnen. Und mit dieser Steuerung können wir dann eben den gespeicherten Strom möglichst effektiv nutzen. Unter anderem auch zum Beladen unserer Elektroautos. Das war das Salzburger G-Magazin. Wenn Sie bei Sonnenschein unterwegs sind, dann haben wir jetzt einen besonderen Solarrucksack für Sie im Angebot. Einerseits ist er voll im Trend und andererseits lädt Ihr Handy, die Kamera oder andere Geräte automatisch auf. Und die Infos dazu finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.